Beobachte Menschen in einem normalen Zustand, damit du nicht irgendwie das erste Mal mit jemandem begegnest und sagst irgendwie, der ist komisch drauf. Warum? Ja, weil er macht diese Geste. Nee, ist er nicht, sondern vielleicht ist es ein normaler Zustand von diesen Menschen. Das heißt, beobachte Menschen im Normalzustand. Und wenn du in diesem Normalzustand bist, dann weißt du ungefähr, was ist deren Normalzustand, so dass du auch die außergewöhnlichen Verhaltensweisen entsprechend bemerkst. Was wir heute über Körpersprache wissen, wenn das hier Wörter sind, dann ist das, was viel, viel schneller oder wichtiger von der Botschaft ist, das ist die Körpersprache. Danach kommt die Stimme und danach kommt die Mikroresonanz oder Mimikresonanz. Was ist das? Einzelne Wörter können lügen, ja oder nein? Körpersprache ist das, was du noch weniger beeinflussen kannst. Stimmlage noch weniger. Und das allerverlässlichste Mittel ist tatsächlich Mikroresonanz. Das sind diese kurzen Zuckungen im Gesicht. Ja? So, jetzt geht's schon los. Wenn Diskussion stattfindet oder ähnliches, sehr häufig sitzt hier ein Mensch und hier ein Mensch. Und dann sitzen die beim Vorstellungsgespräch, Business-Essen, Meeting direkt gegenüber und staunen sich so an und sagen, ah ja, danke, schön, dass Sie darüber erzählen. Problem, wie zwei Büffel Kopf an Kopf, das sorgt von Anfang an schon körpersprachlich für Spannung, für Stress, für Aggression, ohne dass ich weiß, warum. Einfach nur, weil wir tête-à-tête gegenüber sind. Kennt ihr diese Büffel, die aufeinander zurennen mit den Köpfen? Boom. Kennt ihr? Ist genau die gleiche Geschichte. Wenn du schon nicht derjenige bist, der Platzhirsch, der den Platz anbietet, körpersprachlich ein bisschen aufmachen, das heißt leicht schräg, nicht ganz so frontal. Oder aber Körper, Kopf leicht geneigt. Selbst so große Trainer wie Tony Robbins siehst du auf Interviews, wenn er interviewt wird bei irgendwelchen Nasen, bei YouTube. Tony Robbins hört zu, du siehst die ganze Zeit, yes, yes, yes. Jetzt fängt er an zu reden wie der Kopf gerade. Das ist alles einstudiert. Okay, alle großen Kommunikatoren gehen mit dem Kopf seitlich, wozu? Unbewusste Halsschlagader, die ist sensibel. Das heißt, wenn einer jetzt ein Messer zuckt, der kann mich da verletzen, ich mache mich verletzlich. Nummer eins. Nummer zwei, Kompromissbereitschaft. So ist, du sauer machst, was ich will. So ist, ich bin bereit, deine Meinung abzuwägen. Unbewusste Geste. Jetzt nicht den hier. Ja, aber tatsächlich Kompromissbereitschaft. Liebe Frauen, auch oft Geste vom Flirten, wenn eine Frau mit einem Mann flirtet, dann schauen sie ihn häufig den an und im Sinne von, kann ich dir vertrauen, kann ich mich an dir anlehnen, bist du mein starker, großer Beschützer? Und gleichzeitig kann ich dir meine sensible Halsschlagader zur Verfügung stellen, ohne dass du mich beißt, verletzt, sondern mich beschützt. Okay? Wenn du schon gegenüber gezwungen bist zu sitzen, leicht Stuhl öffnen, leichte Drehung. Noch besser, aber du setzt dich hier drauf, so dass ihr nebeneinander seid, das heißt, der eine guckt so, der andere guckt so. Nicht frontal. Problem, in dem Augenblick, wenn du dich hier drauf setzt, du bist irgendwo eingeladen, dann ist das der Kopf. Weil Kopf, Körper, ja, nein? Unbewusst, wenn du in der Pizzeria irgendwo essen gehst, einer, der hier sitzt, ist meistens der, der mehr zu sagen hat. Das heißt, derjenige, der sich da hinsetzt, wenn Chef plötzlich zu spät kommt oder setzt sich hier hin, der denkt sich, wieso sitzt mein Mitarbeiter da? Unbewusst. Verstehst? Der sitzt am Kopf. Kopf, Rumpf. Unbewusst. Wir wissen diese Dinge nicht, aber du siehst, der Pate, der sitzt immer am Tischende. Ja, nein? Heißt, das ist schon besser. Optimal wäre es tatsächlich beide Schulter an Schulter nebeneinander. Es gibt so ein Zitat zum Thema Liebe. Liebe bedeutet nicht, sich anzustarren, sondern wenn beide nebeneinander in dieselbe Richtung schauen. Genau. Sehr gut. Vielen Dank. Wie schön, dass du bis zum Ende geschaut hast. Zwei kurze Dinge. Damit du auch weiterhin von diesem spannenden Erfolgswissen profitierst, kannst du hier den Kanal abonnieren und bekommst einen nagelneuen Videokurs im Wert von 99 Euro passend zu diesem Thema von mir als Geschenk hier. Der Erfolg ist in dir, dein Maxim Mankiewicz.